So, dann brauchen wir für den NDB-Approach ein Minimum, also ein Locator-Approach mit einem sehr hohen Minimum logischerweise von 1600 Fuß. Also Skiathos liegt ziemlich genau auf Meereshöhe und ein Minimum zu haben, was 1600 Fuß über Meereshöhe, über dem Platz liegt, ist ordentlich. Hier liegt der Flugplatz, jetzt kann man schon ganz gut erkennen, okay, man wird jetzt hier also östlich am Platz vorbeifliegen. Muss hier beim nächsten Punkt, das ist dann Delta 203 Charlie, dort muss man noch 4000 Fuß haben. Wir dürfen danach dann sinken bei Delta 203 Juliet. Warum heißt dieser Punkt Delta 203 Juliet? Vom Skopelos VOR fliegt man das Radial 203 und 180 geht also hier in Richtung Süden, 203 dementsprechend so in Richtung Süd-Südwest. Wir fliegen das Radial 203 ab und die Buchstaben, die dahinter stehen, in diesem Fall Juliet. Radial 203 wissen wir. Charlie 123 bedeutet 3 Meilen vom VOR entfernt. Juliet 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bedeutet 10 Meilen vom VOR entfernt. Das heißt, wir fliegen bis zu dem Punkt, den müssen wir dann mit 2000 Fuß erreichen, bis zu dem Punkt hier auf dem Radial 203, 10 Meilen weg vom VOR. Und dann geht es rechts rum. Hier kommen wir in 2000 Fuß an, sollen rechts rum und dann auf einem QDM, also auf einem Kurs zum NDB von 008 Grad, sollen wir dann in Richtung Platz fliegen. Über diese Final Altitude hier an diesem Punkt von 1660 Fuß. Und dann kann man hier schon ganz gut erkennen, die Bahn zeigt irgendwie nicht so ganz in die Richtung wie dieser Track, den wir da fliegen sollen. Wir fliegen ja dann, wie gesagt, 008. Die Runway ist aber ausgerichtet nach 014. Ist dann ein sogenannter Offset, und zwar von 6 Grad. Das heißt, man steuert dann auch ganz bewusst, wenn man alles sehen kann, links rüber, rechts rüber, damit man perfekt ausgerichtet 014 auf die Bahn zufliegt. So, und dann kommt die Bahn. Die Bahn hat eine leicht versetzte Schwelle, 58 Meter, 1570 Meter lang. Das heißt, wir merken uns, okay, Flieger sollte schon echt sitzen. 1570 Meter haben wir zur Verfügung auf einer 30 Meter breiten Bahn. Ist nicht so sonderlich üppig, ist also unter der Standardbreite und auch unter der Länge, die wir normalerweise so zur Verfügung haben. Am Ende gibt es dann so ein Turning Pad, auf dem man dann drehen kann und dann rollt man eben zurück aufs Vorfeld. Die Touchdown-Zone ist wie sonst auch immer mit so dicken weißen Balken markiert. Und man könnte denken, okay, wir wollen so früh wie möglich sitzen. Ja, aber die Bahn kommt uns erst einmal bis zum ersten weißen Balken richtig ordentlich entgegen. Danach flacht sie wieder ab und dann steigt sie wieder an. Richtig unangenehm. Ich zeichne euch das auf. Pass auf. Also wir fliegen von da an. Und der Flieger soll im Idealfall irgendwie hier sitzen. Wir brechen die Sinkrate und schallern voll in diesen Berg rein. Und es ist im echten Leben nicht ganz so ausgeprägt, diese Stelle, aber im Simulator ist sie richtig ordentlich ausgeprägt. Also wir haben die Möglichkeit, hier rein zu ballern, hier rüber zu schweben und dann in den nächsten Berg rein zu knallen und dann hier irgendwie das wieder zu retten. Oder wir haben die Möglichkeit, unsere Landung etwas nach hinten zu ziehen und den Flieger richtig schön in diese, ganz knapp hier hinter, in diese Lücke reinzufliegen. Habe ich es ein bisschen übertrieben mit meiner Erklärung, aber ihr versteht, was ich meine, oder? Fangen wir erstmal damit an. Und ich gehe nochmal aufs Klo. Ich bin aufgeregt hier. Thessaloniki. So Leute, ich würde sagen, so bis 10.000 Fuß oder sowas lassen wir noch den Autopiloten fliegen und dann, wir fliegen Raw Data das Ganze ab. Aber das könnt ihr als Airline-Piloten noch gar nicht. Doch. Das können die Airline-Piloten auch. Und das kann auch der Airbus. Wir haben auf VOR 2, das Skopelos VOR, das ist mittlerweile identified. Ja, er hat den Identifier, also SKP. Sierra Kilo Papa steht da. Ah, ist das nicht ein Träumchen? Und dann nehme ich mal den Autopilot raus. So, und dann machen wir mal den Autopilot raus. Oh. Jetzt habe ich schon aus Reflex mehrfach drauf gedrückt. So. Und die Flight Director machen wir auch mal aus. Trotz der Tatsache, dass das hier ein Airbus ist, fliegen wir jetzt in Richtung Pfeil.
rechts herum. Und jetzt ist so erstmal ganz grob, okay, wir nähern uns erstmal so einem Track 203 bzw. dem Heading 203 an und erfliegen uns dann gleich das Radial dazu. Da seht ihr, kommt die Rückseite von der Nadel. Und die müssen wir jetzt genau auf 203 bringen. Und das ist jetzt der Fall. Das heißt, wir legen die Trackline wieder auf die Rückseite der Nadel und fliegen jetzt gerade das Radial 203 outbound. So, wir dürfen jetzt auch unter die 4000 Fuß runter. Ich ziehe mal auf Idle, drehe das hier auf 2000 Fuß, setze Klappen 1 und direkt Klappen 2 hinterher. So, und das geht jetzt so weiter bis zum nächsten Punkt, der wie gesagt 10 Meilen entfernt liegt. Die Distanz seht ihr jetzt hier unten, 6 Meilen aktuell. Achso, wir haben den Luftdruckhochstandard. So. Da, zack. Und dann wird eben die Nadel interessant, die ihr jetzt hier seht, hier links im Bild. 1000 Fuß. Reduzieren die Sinkrate auch auf 1000 Fuß. So, dann noch eine Meile bis zum Turn. So, wir sammeln die Höhe wieder ein. Da sind die 10 Meilen. Das heißt, es geht jetzt rechts rum. Dementsprechend auch wieder Gas reinschieben, müssen aufpassen, dass wir nicht unter diese 2000 Fuß kommen im Idealfall. Kurve müssen wir nicht ganz so eng fliegen, weil wir recht langsam sind. So, und ihr seht, es gibt jetzt keinen Localizer oder sowas. Aber da, auch wenn es ein bisschen chaotisch gerade aussieht, ihr seht vielleicht hier die grüne Nadel schon und die müssen wir jetzt auf 008 bringen. Dafür müssen wir jetzt ein kleines Stück abwarten und ihr seht, wenn ich jetzt in diese Richtung weiterfliege, wandert der Pfeil auch weiter nach rechts und langsam auf 008. Jetzt ist er bei 006. Das heißt, wir drehen schon mal langsam. Okay, das passt so ganz gut. Jetzt muss ich wieder ein bisschen bescheuert doof gucken. So, und da seht ihr die 6,1 Meilen, habt ihr es gesehen? Die haben wir jetzt gerade, das heißt, wir müssen jetzt mit unserem Descent beginnen. Dann kommt auch direkt das Fahrwerk raus. Lichter machen wir noch an. Spoilers sind gearmt und Klappen voll. Dann mache ich die beiden Sachen mal wieder aus. Wir gucken wieder ganz normal drauf. Ihr seht die Bahn da vor uns liegen. Was ein bisschen schlecht ist, wir sehen keine Papis. Das ist ein bisschen doof, obwohl der Flughafen Papis hat. Und auch wenn das jetzt so quasi nicht im Buche steht, können wir jetzt schon, weil wir eben visuell unterwegs sind, unsere Richtung so anpassen, dass wir auch wirklich auf die Bahn zufliegen. Wir bleiben bei den 140 Knoten, 1000 Fuß ist vielleicht ein bisschen viel, da kommen wir ein bisschen tief. Das sind natürlich mittlerweile schon weit unser Minimum von 1600 Fuß. Und dann geht es einfach ganz entspannt, schön visuell hier ums Eck. Und ihr seht vor uns eine 1570 Meter lange Bahn. Also das wäre ein bisschen tief jetzt, so rein vom Gefühl her. Das heißt, wir schieben noch mal ein kleines bisschen Power rein. Brechen die Sinkrate ein bisschen. So passt es wieder ganz gut. Und ihr seht den ersten Balken, da müsst ihr euch vorstellen, beginnt quasi der absolute Berg, den wir nicht rein wollen. Wir müssen direkt zwischen dem ersten, zwischen dem dicken Balken und zwischen dem dünnen landen.
So, Reverser gehen auf, direkt Full Reverse. Diesel. 70 Knots, also Idle Reverse. Autobrake geht raus. Da wären wir. Hier ist das Turning Pad, was ich vorhin meinte. Flieger steht, APU ist da, Parkbremse wird gesetzt, Engine 2 off, Engine 1 off. Schauen uns das Ganze an. Also es hat nicht ganz so geklappt, wie ich haben wollte, dass wir in diese Smooth, in diese Lücke reinflären, sondern wir sind ein bisschen weit gefloatet und dann mit einer Positive Rate in den Berg rein. Also es geht hier über die Spitze rüber.